Eine sichere berufliche Zukunft ist der Wunsch vieler junger Menschen. Die HTL Waidhofen stellt dafür die richtigen Weichen in Form einer qualitativ hochwertigen Ausbildung in 4 Fachrichtungen. Ich bin der Gregor, Schulsprecher an der innovativsten Schule Niederösterreichs, der HTL Waidhofen an der IPS. Und ich bin der Jonas, der Stellvertreter. Aber was ist jetzt eigentlich die innovativste Schule, beziehungsweise was bedeutet das jetzt im Konkreten für unsere Schüler? Naja, erstens kommen 2/3 unserer Lehrer aus der Industrie. Das heißt, sie bringen uns die Theorie nicht nur praxisnah bei, sondern bereiten uns auch mit ihrer Erfahrung auf unser spezielles Berufsleben vor. Weiters kennzeichnet uns unser starkes Firmennetzwerk, welches uns sowohl ideell als auch finanziell unterstützt. Und diese Unterstützung zeigt sich nicht zuletzt durch unsere optimal ausgestatteten Labors und Werkstätten. Außerdem heben wir uns durch unser familiäres Verhältnis innerhalb der Schule deutlich von anderen Schulen ab, da immer auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird. Lust auf einen Rundgang? Starten wir einfach mit der Fachschule für Mechatronik. Bei uns in der Fachschule für Mechatronik werden in 4 Jahren Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnologie kombiniert, um technische Allrounder auszubilden. Wir lernen, wie die mechanischen Systeme geplant, programmiert und auch gefertigt werden. Die Inbetriebnahme und Wartung sind ebenso von großer Bedeutung. Mit Übungen an praxisbezogenen Geräten erwerben wir das erforderliche Wissen. Die Anwendung verschiedener Fertigungsverfahren gehört bei uns ebenso zur Ausbildung. Unser Unterricht erfolgt praxisbezogen und wird an modernen Werkzeugmaschinen durchgeführt. Mechatroniker, ein stark nachgefragter Beruf mit Zukunft. Nach 4 Jahren können unsere Absolventen als gefragte Mitarbeiter in der Mechatronik anfangen. Oder sie können auch 2 Jahre länger den Aufbaulehrgang machen, um als HTL-Ingenieure abzuschließen. Der nächste Stopp führt uns in die höhere Abteilung für Maschinenbau, Automatisierungstechnik. Die Schwerpunkte in der Automatisierungstechnik sind zum einen der Maschinenbau. Hier lernen wir, wie die Maschinen funktionieren. Sie werden von uns konstruiert, berechnet und auch gefertigt. Im Fachbereich der Automatisierungstechnik erwerben wir jenes Wissen, das die Maschinen zum Leben erweckt und in Bewegung versetzt. Dabei geht es um die elektrische Planung und die Softwareerstellung. Roboter bilden die Grundlage der künftigen Arbeitswelt. Das Programmieren von Industrierobotern ist bei uns in der Abteilung ein fixer Bestandteil in der Ausbildung. Ein wichtiger Inhalt ist das dreidimensionale Konstruieren mit modernsten Computerprogrammen. Wir konstruieren Bauteile und Maschinen, die dann am 3D-Drucker und in der Werkstätte gefertigt werden. In modern ausgestatteten Werkstätten haben wir Schülerinnen und Schüler alle Möglichkeiten, um unsere Konstruktionen auch zu fertigen. Wir werden dabei von kompetenten Lehrern unterstützt. Automatisierungstechnik. Eine vielschichtige Ausbildung mit Matura, tollen Berufsaussichten und Studienmöglichkeiten. Auch in der Abteilung für Elektrotechnik haben wir die richtigen Ansprechpartner gefunden. Wir sind Michael Schoder und Tina Schneiber. Die Abteilungssprecher der Abteilung Elektrotechnik Smart Systems und dürfen euch nun diese kurz vorstellen. Unsere Abteilung bietet einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht in den Labors und Werkstätten, in denen Schaltungen berechnet, aufgebaut und getestet werden. In den Theoriegegenständen erfahren wir die Grundlagen der Bereiche Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Informatik und Elektronik. Zum besseren Verständnis werden von unseren Lehrern oft Anschauungsobjekte mitgebracht. Individuelle Projekte werden in der Elektrotechnikabteilung besonders großgeschrieben. So wird in der 3. Klasse von jedem Schüler ein eigener Lautsprecher angefertigt und in der 4. Klasse werden individuelle Projekte mit Mikrocontrollern entwickelt. Pepper, ein ganz besonderer Schüler der seit diesem Schuljahr neu bestehenden IT-Abteilung, ließ es sich nicht nehmen, diesen Ausbildungsschwerpunkt selbst vorzustellen. Hallo, ich bin Pepper. Ich darf euch die Abteilung Informationstechnologie vorstellen. In der IT-Abteilung lernen die Schüler richtig gute Programme zu entwickeln. Das sind Programme für den PC, aber auch Smartphone-Apps und Webseiten. Natürlich werden die Schüler auch mir weitere Funktionen beibringen. Weiters lernen die Schüler auch tolle Fotos zu machen und diese nach ihren Wünschen nachzubearbeiten. Auch Videos und Computernetzwerke kommen nicht zu kurz.
In den höheren Jahrgängen entwickeln die Schüler dann Programme nach ihren eigenen Vorstellungen. Wie im späteren Berufsleben werden diese Programme im Team entwickelt und gemeinsam getestet. Ich freue mich, euch bald an der HTL Bad Thofen zu sehen. Von der IT geht es nun noch zu den Wirtschaftsingenieuren. Und? Die Konstruktion ist perfekt. Natürlich, denn wir Wirtschaftsingenieure sind Maschinenbauer. Hat sich das eigentlich schon mit den Werkstoffen überlegt? Ja sicher, weil wir Wirtschaftsingenieure sind Werkstofftechniker. Aber wie schaut es mit der Fertigung aus? Den Fertigungsablauf habe ich mir schon überlegt. Weil wir Wirtschaftsingenieure sind Fertigungstechniker. Und die Kosten? Die sind schon kalkuliert. Alles im grünen Bereich. Denn wir Wirtschaftsingenieure sind Unternehmer. Uns Wirtschaftsingenieuren gehört die Zukunft. Nähere Infos zu den Ausbildungsschwerpunkten an der HTL Waidhofen findet ihr unter www.htlwy.at.